Shit, 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 shit. Ich muss eine Möglichkeit finden, dass ich den Ofen hier verwenden kann. Ich muss mich irgendwie ein bisschen weiter höher setzen. Aber das ist wirklich mega, was es da gibt. Also das ist echt schon der absolute Oberhammer. Finde ich. Dabei haben wir noch gar nicht alles gesehen, aber ich muss irgendwie jetzt mal versuchen. Vielleicht normale Steinblöcke. Gucken wir mal. Die dumme Mayo. Weil ich will ja irgendwie versuchen, den ganzen Ofen zu verwenden, gell? Ah, jetzt geht's. Wunderbar, dann machen wir das nämlich so. Es nützt ja nichts, wenn wir nur einen Teil vom Ofen verwenden können. Ist ja irgendwie ein bisschen doof. Haben ein bisschen doof gebaut. So, dann würde ich sagen, gehen wir kurz mal schlafen. Und dann am nächsten Tag schauen wir uns auf jeden Fall noch hier das hier an. Weil da bin ich auch neugierig, was das ist. Ja, dann würde ich sagen, oh, gut's Nächtle. Oh, und guten Morgen. Und ich habe immer noch keinen Kaffee. Naja. Was will man machen? Dann werde ich halt einen Apfel zum Frühstück essen. Ist ja auch nicht schlecht. Und wir haben keinen Apfel mehr. Okay, dann müssen wir doch ein bisschen nach Nahrung suchen. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal kurz an. Holzplanke. Holzbalken. Okay, das sind dann die normalen, glaube ich, wieder, oder? Glasscheiben. Alter, wie geil ist denn das? Gibt's auch in verschiedenen Farben und Formen. Ne, in verschiedenen Formen gibt's die. Ist das geil. Ha! Ist das cool. Holzbalken, kann man die auch noch ändern? Da kann man die Farbe ändern. Ist ja geil. Da genauso. Cool. Fensterrahmen. Kann man auch die Farbe ändern? Okay, da gibt es ja verschiedene Fensterfarben. Fensterrahmen dann. A, B, C, D. Cool. Da muss man noch Glas einbauen, aber wie das Ganze funktioniert, weiß ich gar nicht. Bin ich mal gespannt. Ach du Scheiße. Ach du meine Güte. Sitze, Tische, Schränke, verschiedenes, Dekoration, Türen, Betten, Badezimmer, Leiter, Geländer, Kisten, Absperrung, Schilder. Okay, also, ja, ich würde sagen, wir haben sehr viel Auswahl. Stühle. Okay. Sieht aus wie so ein typischer Küchenstuhl. Aber ich finde es schon mal cool. Okay. Da kommen wir zu den modernen Sesseln und das, was ich so ab und zu in ja, verschiedenen Spielen halt so vermisst habe, gell? Diese vielen Möglichkeiten. Ach, das ist genial. Leute, ist das genial! Auch in Weiß. Naja, wer es mag, gell, kann das auch in Leopardenform haben. Tarnfleck. Pervers. Richtig geil. So cool.
Und eine Couch. Dann sind es wahrscheinlich wieder dieselben Farben. Aber geil. Richtig cool. Gartenstuhl können wir noch herstellen. Eine Bank. Bürostuhl. Jetzt sag mir jetzt nicht, dass ich noch eine komplette, meinen kompletten Let's Play-Raum dann irgendwie erstellen kann mit Computer und so weiter. Dann falle ich aber vom Glauben ab. Ey. Wahnsinn. Ist das nice, Leute. Ist das echt nice. Thron in Holz. Oh Gott im Himmel, ey. Was fällt mir dazu nur alles ein da? Alter Schwede. Krass. Wirklich krass. Da fällt dir doch eigentlich nichts mehr ein, oder? Bei so viel Auswahl. Alter Schwede. Da ändert sich die Farbe auf dem Stein ständig. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Tische. Okay, ich schaue jetzt nur, glaube ich, die Tische nur so durch, weil sonst wird das echt zu viel, wenn ich das Ganze jetzt angucke. Mit den Farben und so weiter und Pipapo. Ein Gartentisch. Ein Gartentisch klein. Beistelltisch. Rundertisch, Schreibtisch. Okay, wo ist der PC? Kleiner Tisch A, kleiner Tisch B. Alter Schwede. So, kannst du so einen Fernsehtisch machen? Das ist eher ein Hocker. Mit der Ecke, okay. Leute, ich feiere das. Sogar noch Küchenzeile. Wir können uns eine komplette Küche herstellen. Boah, ist das hart. Aber da kann man leider keine Farben ändern. Aber ich finde es schon mal geil. Die Idee finde ich schon mal super. Und da haben wir auch diese Ecke hier. Nice. Wie wär's mit der Spüle? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir können da echt sehr viel machen. Ist hier hart. Wahnsinn, das waren die Tische. Also ein Regal, okay. Ist ja so, als würden wir jetzt bei IKEA einkaufen, oder so. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Modernes Regal, ja, das ist IKEA. Es ist IKEA-Style. Eindeutig. Improvisiertes Regal. Sieht eigentlich auch cool aus, gell? Da bräuchte man noch so einen Kleiderschrank oder so. Verschiedene. Jawohl, ja. Ich habe schon immer ein Klavier gewollt. Marktstand. Es ist schon nice, also was man so alles bauen kann, ist schon nice, ey. Das ist richtig genial. Einen Grill für alle Griller, die gerne grillen wollen. Ein Smoker, also wo man alles räuchern kann und so. Ich kenne da jemanden, der würde sich über so ein Ding auf jeden Fall freuen. Und den Grillrost, den haben wir ja schon hergestellt, den haben wir ja. Nee, den haben wir noch nicht hergestellt. Kann über ein Lagerfeuer aufgestellt werden, wird benötigt, um Fleisch zu grillen. Eine Eisenplatte und 8 Eisenstäbe. Okay, den brauche ich auf jeden Fall, weil irgendwann mal wollen wir ja auf die Jagd gehen und wollen was kochen. Alter Schwede, eine Vase. Deckenventilator. Okay. Jack-O-Lantern? Was ist denn das? Ja, Halloween, jawohl, Halloween!
Ein Weihnachtsbaum, ich werd doch wahnsinnig, ey. Wir können uns einen Weihnachtsbaum bauen. Ach, wie geil ist denn das? Ach, wie geil ist denn das? Geschenke? Gardinen? Ah, okay, da können wir bei den Geschenken die Farben ändern. Bei Gardinen. Ah, wir können sie auf- oder zumachen, okay. Und noch in verschiedenen Farben. Nicht schlecht. Jalousien? Bei der Runde? Ah, wir können uns entscheiden, wie weit wir sie runter haben wollen. Okay. Auch nicht schlecht. Ein Blumentopf. Ach, ist das genial. Großer Blumentopf. Wahnsinn. Runder Blumentopf. Kenne ich doch. Kleiner Blumentopf. Blumentopf eckig. Das Quadrat. Okay. Kugelförmig ist doch. Ey. Jagdtrophäe, Elch. Okay. Es ist ja hart. Jagdtrophäe, Geweih. Ein Wetterhahn. Ach, wie süß. Geil. Eine Steinstatue. Ist das geil. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Holztüren. Ach du meine Güte. Das ist so viele Möglichkeiten, das ist ja schon abnormal irgendwie. Wahnsinn. Betten. Verschiedene Farben, okay. Gibt es noch so ein Bett? Gibt's da so ein ganz großes Bett? So ein 2 Meter auf 2 Meter Bett? Ob das eine schon so richtig cool aussieht, aber so ein 2 Meter auf 2 Meter Bett wäre doch cool. Ein Hochbett sogar. Es ist schon geil. Es ist wirklich genial, was man. Gehört auf jeden Fall in jeden Haushalt rein. Ein Klosett. Ein WC, besser gesagt, braucht jeder Mensch. Toilettenpapier, sehr wichtig. Stell dir vor, du sitzt auf dem WC und das hier fehlt. Ein Horrorszenario. Ich finde die Sprüche geil. Ich finde die Sprüche echt cool. Sau geil. Es gibt nichts, was du nicht schon über diesen Gegenstand wissen würdest. Ja. Auf jeden Fall. Nach dem Toilettengang immer die Hände waschen. Ja, sehe ich auch so. Geil, ich feiere das, ey. Heiz den Raum trocken, deine Kleider und darüber hinaus, ja, die Deokratie. Dekorativ. Ah, oh, meine Aussprache, du. Heiz den Raum. Okay, die gibt es einmal im Großen, einmal im Kleinen. Ist ja Wahnsinn, Leute. Ist ja Wahnsinn. Leiter, okay, da gibt es verschiedene Leitern. Kurz, lang, kurz, lang. Und verschiedene Farben. Dann eine alte Leiter. Kurz auch in lang. Und eine Metallleiter. Wie gesagt, auch nur in verschiedenen Farben. Geländer. Geländer schräg. Ey, Leute. Ihr macht mich wahnsinnig. Was da alles für Möglichkeiten gibt. Das ist ja. Boah, das ist ja der Hammer. Anlauf.
Boah. Also, es ist schon nice. Gitter 2x2 Holz. Ey, das ist ja schon richtig heftig. Die Kisten? Ein Holzfass. Es dient dazu, dass Gegenstände darin abgelegt werden können. Okay, finde ich schon mal cool. Genauso wie die alte Truhe. Ah, finde ich schon geil. Ich fasse es nicht. Stopp, Baustelle. So geil. In Gelb und in Rot. Das ist ja geil. Eine Schranke. Ein Leitkegel. Ein Leitpfosten. Ein Leitpfosten sollte entlang einer Straßenrandes montiert werden. Ah, die gibt es auch in zwei verschiedenen Arten. Genial. Wirklich genial. Und als letztes hätte man dann noch die Schilder. Holzschilder mit Pfosten. Hat. Wenn wir da jetzt noch reinschreiben können, boah. Nur verschiedene Formen und Farben. Es ist genial. Es ist wirklich genial. Also wir werden uns auf jeden Fall damit noch mehr beschäftigen. Weil ich denke mal, da kommt ja sowieso noch mehr dazu. Weil so manche Werkbänke haben wir ja noch gar nicht. Also zum Beispiel ein Amboss und dann haben wir ja noch nicht das. Die Webstube war das, glaube ich, oder? Heißt die Webstube? Moment, Werkbank. Werkbänke. Ja, genau, die Webstube. Den Webstuhl haben wir noch nicht und den Amboss haben wir noch nicht. Und die Werkbank Stufe 2 haben wir noch nicht. Aber ich denke mal, für das hier und auch für den Webstuhl und für den brauchen wir auf jeden Fall den Amboss, weil sonst würde es, glaube ich, nicht laufen. Ich denke mal, das wird unser nächstes Ziel sein. Jetzt habe ich eigentlich bis jetzt nicht so viel gebaut, aber es ist schon wirklich beeindruckend, was man so alles sieht oder was es da so alles gibt. Und ich sehe da gerade, da oben haben wir noch Eisen, das holen wir uns noch. Es ist schon wirklich beeindruckend, was es da verschiedene Blöcke gibt und so. Das ist echt schon genial. Ich hoffe, ich laufe jetzt so richtig. Haha. Ja, da ist es. Ich glaube zumindest, dass es Eisen ist. Werden wir gleich sehen. Aber es ist auf jeden Fall richtig genial, was man so alles herstellen kann hier. Und ich feiere das schon, weil das richtig viel Spaß machen wird. Darüber kann ich jetzt schon mal sicher sein, weil du halt wirklich alle Möglichkeiten der Welt hast, irgendwas zu machen. Deiner Fantasie wirklich freien Lauf zu lassen und einfach mal dein Traumhaus zu bauen. Das, was du vielleicht gerne hättest oder so. Oder was du gerne bauen möchtest. Und dann noch dekorieren und so weiter mit Tischen, Stuhlen und was weiß ich alles. Das ist natürlich richtig nice. Das auch in dem Stil, was du haben möchtest, wie zum Beispiel in. Ja, in modern, in alt und wie auch immer, finde ich auf jeden Fall geil. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß bestimmt und da bin ich echt gespannt, was da noch alles dazu kommt. Ich habe ja schon gehört, dass da einiges dazu kommen soll, wie zum Beispiel Elektrizität, Wasser, fließendes Wasser und so weiter und Pipapo. Da bin ich echt gespannt. Da bin ich echt gespannt. Ich habe es gelesen auf der Homepage und ich bin auch gespannt, ob es wirklich so in dann entwickeln können. Oder besser gesagt, es dann so entwerfen können. Da bin ich echt auf jeden Fall mega, mega gespannt. Genauso wie ich ja momentan weiß, dass die Map jetzt immer noch begrenzt ist auf eine bestimmte Größe. Aber man muss jetzt so rechnen, sie wollen die Map wirklich auf unendlich machen. Und das ist schon ein großes Wort und boah. Also, da
kann auf jeden Fall aus. Und das eine, was ich auch noch gehört habe, ist zum Beispiel, dass die auch einen Wagen bauen wollen oder einen Geländewagen, was du bauen kannst und dann in der Pampas einfach rumfahren kannst. Steht alles so auf der Homepage. Wie gesagt, der Link zu der Homepage steht bei mir in der Beschreibung, wenn ihr selber das mal nachlesen wollt. Auf jeden Fall kommt da ein Haufen noch dazu. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Und dann würde ich sagen, ja, dann mache ich für heute mal Schluss. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Aufnahme. Und beim nächsten Mal werden wir dann hier das Ganze hier bearbeiten. Also das ganze Silber und so weiter. Also Eisen und so. Den können wir mal ausschalten. Und ja, dann würde ich sagen, werden wir dann weiterarbeiten. Werden wir dann auch die andere Werkbank noch bauen. Werden wir sehen, was noch so alles kommt. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, Leute, was uns alles noch erwartet und was wir dann mit dem Webstuhl machen können und so weiter und so weiter. Das werden dann wir dann alles in der nächsten Aufnahme sehen. Und dann würde ich sagen, bis dorthin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare dazu habt oder wie es euch gefallen hat, einfach mal was zu sagen, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare rein. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Players Club Member, Bibi und ciao.